Laut den Experten von UBIMET sind Hasel und Erle im Flachland vielerorts schon blühbereit, die Pollensaison wird eingeläutet. Die kräftige Abkühlung mit Schneeschauern folgt am Montag aber auf dem Fuß, der Winter gibt sich noch nicht geschlagen. Wetterübersicht Österreich, Europa und Weltprognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetterwebcams im Blick, alle Infos gibt es hier. Bis zu 14 Grad im Flachland zum Ende der ersten Semesterferienwoche klopft der Vorfrühling schon mal vorsichtig an. Bereits am Freitag werden im Wiener und Grazer Becken rund 10 Grad erreicht. Noch milder wird es dann am Samstag bei 13 oder sogar 14 Grad. Am Nachmittag kann man im östlichen Flachland den Kaffee schon im Freien genießen, prognostiziert UBIMET-Chef-Meteorologe Manfred Spazierer. In den Alpen sowie im Süden bleiben die Temperaturen noch etwas verhalten, meist steigen sie hier auf 5 bis 10 Grad. So wird das Wetter in den Semesterferien. Der wärmste Tag der Woche kommt ganz zum Schluss. Eine föhnige Südströmung lässt die Temperaturen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee auf 10 bis 15 Grad steigen. Deutlich kühler bleibt es einmal mehr in Osttirol und Kärnten. Pollensaison startet, der Winter war für Allergiker ein Segen. In den kommenden Wochen lässt sich der Frühling aber kaum mehr aufhalten. Traditionell wird die Pollensaison durch die Frühblüher Haselnuss und Erle eingeläutet, selbst wenn es nachts noch frostig ist und am Boden noch Schnee liegt. Sobald es reichlich Sonnenschein gibt und sich die Temperaturen tagsüber der 10-Grad-Marke nähern, beginnen Hasel und Erle zu blühen. Bereits in den vergangenen Wochen wurden in thermisch begünstigten Regionen erste Pollen registriert. Bis zum Wochenende erreichen in den Niederungen Hasel und Erle verbreitet ihre Blühbereitschaft. Pollenvorhersage für 7. Februar 2019, Quelle, ZAMG. Allergiker, die auf Hasel und Erle reagieren, müssen in den kommenden Wochen mit zunehmend starken Belastungen rechnen. Der Höhepunkt wird normalerweise Ende Februar bzw. Anfang März erreicht. Nur längere Schlechtwetterphasen bzw. Kaltlufteinbrüche bringen vorübergehend Entlastung. Der nächste große Allergieschub folgt dann ab etwa Mitte bis Ende März, wenn die hochallergene Birke zu blühen beginnt. Kräftige Abkühlung zu Wochenbeginn. Das Frühlingserwachen am Wochenende ist aber nur ein kurzes, denn pünktlich zum Start in die neue Woche erreicht uns eine markante Kaltfront von Nordwesten her. Im Vergleich zum Sonntag kühlt es um 5 bis 10 Grad ab. Dazu sinkt die Schneefallgrenze auf rund 500 Meter, so Spazierer. Noch kälter wird es am Dienstag, dann sind aus heutiger Sicht sogar im Flachland Schneeschauer und Wintergewitter möglich. Im Nordstau der Alpen kündigt sich eine ordentliche Ladung Neuschnee an. 20 bis 40 Zentimeter können hier zu Beginn der neuen Woche zusammenkommen. Ab Mittwoch übernimmt dann wieder ein Hoch die Regie beim Wetter, die Temperaturen beginnen aber nur langsam zu steigen. Punkt. Die Bilder des Tages, bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen. Red.